Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute ist die Goodiebox bei mir angekommen für den Monat Juni und die möchte ich mit euch gemeinsam auspacken. Ich finde das Design diesen Monat cool, das kommt in einem schlichten Anthrazit, würde ich sagen. Ich bin ganz gespannt auf das Thema und auf die Produkte und wenn ihr es auch seid, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Die Goodiebox. Wer sie noch nicht kennt, das ist eine Beauty-Abo-Box, die versorgt einen monatlich mit Wellness- und Beauty-Produkten und ich finde die ganz toll, weil die hat dieses Schubladensystem und man kann diese Boxen so gut weiterverwenden. Ich liebe die und ich habe da Schmuck und etliche andere Sachen drin. Die kostet 19,95 €. Man hat aber hierbei die Möglichkeit, als Abonnent dieser Box einen Freunde-Link weiterzugeben und das sind dann 50%, die man zum Beispiel seinen Freunden weitergeben kann. Für die erste Box zahlt man dann hier nur 9,95 €. Solch einen Link habe ich auch unten in meiner Infobox, der steht immer unten drin, also den könnt ihr jederzeit nutzen, da spart ihr 50%, also ihr zahlt 10 € für die erste Box und ihr könnt dann auch Goodie Points sammeln, also wenn ihr dann genug gesammelt habt, könnt ihr das auch für eure Boxen einlösen, das heißt, umso mehr Leute über euch dann eine Box abschließen oder sich auch eine Box holen, umso mehr Goodie Points habt ihr und könnt euch dann vielleicht die nächste auch gratis holen, das finde ich total klasse, ist ein richtig schönes System, was halt auch sehr kundenfreundlich ist, finde ich. Die Box kommt halt hier mit so einem Schuber, das kann man rausziehen und kann das auch wieder zumachen ordentlich. Also das geht richtig gut. Man kann die so schön übereinander stapeln. Ich finde die auf jeden Fall klasse. Ich weiß auch gar nicht, wie das Thema diesen Monat ist. Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Also wenn man das aufmacht, liegt hier oben so eine Produktkarte drin und da steht dann auch das Thema drauf. Und das ist die Get Naked Box. Also Get Naked heißt das Thema und die haben immer ganz tolle Themen, suchen die sich aus und die Produkte passen meistens auch sehr, sehr gut dazu. Also es sind wirklich Beauty- und Wellness-Produkte, das ist ein bisschen gemischt. Ich finde, die Goodiebox ist eigentlich sehr pflegelastig, aber es gibt auch noch eine Beauty-Box, also eine Crush-Box bei Goodiebox, da kommt man aber irgendwie schlechter dran. Ich habe die auch nicht im Abo. Das ist eine reine Kosmetikbox. Da sind dann 5 dekorative Kosmetikprodukte drin, was ich sehr cool finde. Also sobald das wieder verfügbar ist, werde ich mir das auch ins Abo nehmen, denke ich mal. Die Box sieht dann so aus, also man kann das auch komplett rausnehmen, ne? Seht ihr, man kann die Kisten zum Beispiel auch einzeln verwenden. Das ist dann halt nochmal mit Seidenpapier eingewickelt, was ich auch immer sehr schön finde. Und ich sehe schon, hier sind richtig coole Produkte diesen Monat wieder drin. Also ich bin froh, dass ich die ins Abo genommen habe. Ich habe hier als allererstes eine Tube rausgeholt. Das ist jetzt auch das größte Produkt hier drin. Das ist von Evoluderm, ein Gelee Corps Detox. Ein Detox Body Jelly, habe ich noch nie gehört. Hier ist eine Kokosnuss drauf abgebildet und irgendein anderes, genau, Grünteeextrakt. Kokosnusswasser und Grünteeextrakt. Made in France, also ein Frankreich-Produkt ist das. Und ich werde jetzt gerade mal ins Heft schauen. Also das ist auch cool. Hier ist halt dieses Heft bei. Und da sind die Produkte aufgeführt. Und dann kann man auch genau lesen, für was die gut sind und was die können und so. Das finde ich immer ganz toll. Also das hier würde normalerweise 5,50 € kosten und ist ein Full-Size-Produkt. Wenn der Name selbst dich nicht schon überzeugt, dann vielleicht der Fakt, dass dein neues Body Jelly eine kühlende Wirkung auf der Haut hinterlässt. Gleichzeitig bietet er dir die herrliche Frische eines Gels und das angenehme Gefühl einer Feuchtigkeitscreme. Alles in allem, doch damit nicht genug. Das dynamische Duo besteht aus Kokoswasser und Grüntee. Versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit und schenkt ihr diesen heißen ersehnten Boost. Die Formel hat eine leichte Textur, ohne fettig oder klebrig zu wirken. Und diesen Genuss gibst du dich am besten täglich hin. Also das hört sich richtig gut an. Ich bin mal gespannt, wie das riecht. Ich werde jetzt gerade mal dran schnuppern. Mit Kokos und mit grünem Tee, das finde ich gut. Also das ist noch komplett verschlossen, aber ich mache das jetzt mal auf. Ich will einfach mal wissen, wie das duftet. Oh, das riecht ja richtig gut. Also das ist einmal wirklich wie so ein Gel. Das kommt mir echt vor, einfach wie so ein Gel und es riecht fantastisch, es riecht so sommerlich, es riecht so gut. Also da könnte ich mich gerade komplett mit einschmieren. Und das scheint mir auch echt sehr feuchtigkeitsgebend zu sein. Das ist wirklich so eine ganz leichte Textur und ich kann mir vorstellen, dass das echt sehr schnell einzieht. Perfekt für den Sommer, ne? Dann klebt man nicht so, da mag ich Bodybutter und sowas nicht so arg gern. Deshalb, also da freue ich mich und das werde ich auf jeden Fall benutzen. Das nächste Produkt ist was für die Haare, da freue ich mich ja immer besonders drüber, bei Haarprodukte. Das ist Rescue Me von Lavish Care. Also da hatten wir schon mal so eine Sprühkur drin. Das ist aber schon länger her, eine Nourishing Hair Mask ist das. Vegan, Vitamin E, Keratin, Amino, Acids und Silikonfrei steht hier drauf. Das ist eine relativ große Packung mit 100 ml.
Milliliter, also das ist so eine Tube. Und ich schaue auch direkt ins Heft, also das würde normalerweise 10 Euro kosten. Und hier steht, mal ehrlich, unsere Haare machen ganz schön was mit Haare färben, Hitze-Styling-Tools, Haargummis. Zum Glück hast du gerade deine Wunderwaffe in Form der Rescue Me Haarmask von Lavish Care erhalten. Vollgepackt mit nährenden Inhaltsstoffen, die dein Haar seidig weich machen und mit Feuchtigkeit versorgen. Trag nach dem Shampoo einfach eine münzgroße Menge auf dein feuchtes Haar auf und lass die Maske 2 bis 5 Minuten einwirken. Anschließend gründlich mit Wasser ausspülen. Kann täglich verwendet werden. Das finde ich sehr interessant. Da will ich auch gerade mal gucken. Die ist noch zu. Ich lasse die auch erstmal zu, weil ich habe noch Haarkur offen. Aber Lavish Care, das ist so eine richtig gute Marke. Ich habe davon, wie gesagt, schon diese Sprühkur. Ich finde die richtig gut. Also ich benutze die sehr gern. Die ist zwar sehr unhandlich, weil das so eine Riesenpulle ist. Die wird auch irgendwie nie leer. Und das ist halt jetzt die Kur dazu. Finde ich sehr gut. Dann ist hier eine sehr sommerliche Kulturtasche dabei. Also Schminkbeutel-Kulturtasche von Rabens Salona. Kenne ich nicht die Marke, aber es sieht sehr sommerlich aus. So ein bisschen wie Batik. Hat oben einen gelben Reißverschluss. Finde ich auch schön. Und fühlt sich halt an, als wäre die wasserdicht. Ich will mal gerade reinschauen. Also die sieht einmal so aus. Die hat sogar hier innen noch so eine Tasche. Also finde ich total süß. Auch die Farbe ist eine gute Idee. Das kann man gut gebrauchen, wenn man ins Schwimmbad geht oder so. Kann man sich hier irgendwas mit reinpacken. Finde ich auf jeden Fall sehr gut und ich gucke mal, was hier dazu steht. Das ist ein Make-up-Bag. Ja, so kann man halt auch für Make-up-Sachen nehmen, was man halt möchte. Full-Size natürlich, das würde normalerweise 30 Euro kosten, dieses Beutelchen. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Ich würde keine 30 Euro dafür ausgeben. Hier steht ein Hoch auf diese 100% RPET-Kosmetik. Tasche. RPET besteht aus recyceltem Polyester, sprich die gesamte Tasche ist aus Plastikflaschen hergestellt. Das finde ich mega und das ist natürlich auch was Besonderes dann und dass da sowas Schönes rauskommt, ne? Sprich, die gesamte Tasche ist aus Plastikflaschen hergestellt, die zu Polyester verschmolzen wurden. Ziemlich cool, oder? Die Tasche wurde von der High-End-Fashion-Brand Rabens Salona entworfen und kommt in einem sommerlichen Farbmix aus Pink und Gelb. Okay, also das ist irgendwie so ein Fashion-Designer, den kenne ich nicht. Vielleicht kennt ihr den, aber ich kenne nicht, aber ich finde die Tasche süß, also kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Dann ist hier als nächstes so eine pastellfarbene Tube dabei von Ronsbol Dänemark. Das ist eine Day Cream mit einem SPF von 15. Das ist eine Tagescreme und hier im Heft steht auch was dazu und zwar jetzt, wo der Sommer immer näher rückt und wir uns schon wahnsinnig nach allen Abenteuern im Freien sehen, ist es auch höchste Zeit, unserer Haut wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Tagescreme mit LSF 15 von Ronsbol bietet nicht nur Sonnenschutz, sondern spendet auch Feuchtigkeit, zieht schnell ein und beruhigt die Haut, wie bei einer normalen Tagescreme. Trag sie morgens einfach auf die gereinigte Haut auf und denk daran, dass der Sonnenschutz nur seinen vollen Effekt erzielt, wenn du die Creme mehrmals täglich anwendest. Ja, also das sollte klar sein, bei einem SPF von 15 halt das natürlich nicht den ganzen Tag und man muss nachcremen. Also für Make-up-Träger ist das natürlich jetzt nichts. Für mich zumindest, ich mache immer 50 drunter, werde ich dann bei gegebener Zeit dann verwenden. Aber ich finde die Verpackung voll schön und es hört sich auch interessant an. Eine schöne, interessante Marke. Das nächste Produkt, das ist super interessant und zwar ist das was von Tromborg, ein Facial Ice Roller. Ja, also ich habe es hier schon im Heft gesehen. Das sieht aus wie so ein Dermaroller und wir holen es auch direkt mal raus und gucken uns das Teil mal an. Also das ist so ein Eisroller und ich vermute mal, dass der halt die Augenpartie und so kühlen soll. Das sieht so aus. Das ist halt einmal aus Plastik und das ist ein Roller, den man dann so anwenden kann. Also da hat eine ziemlich kleine Rolle, würde ich sagen. Der ist bestimmt hier für die Augen wahrscheinlich gut, ne? Um das halt hier, wenn man Tränensäcke hat oder sowas oder geschwollene Augen anzuwenden. Hier ist halt einfach, das ist ganz einfach verarbeitet. Hier ist halt einfach so ein, ich würde nicht sagen Metall, doch so eine Art Metall ist hier drauf und das wird dann wahrscheinlich halt kühl, wenn man es in den Kühlschrank legt. Also das ist ganz easy peasy verarbeitet. Ich will gerade mal gucken. Ja, es ist sogar jetzt ein bisschen kühl, obwohl das nicht im Kühlschrank war. Also das geht klar. Hier steht, das Ding würde erstens mal 25 Euro kosten. Ist schon arg teuer, ne, dafür, dass es halt so eine, so einfach ist. Also ja, was soll ich sagen? Also es ist halt ein Eisroller, ne? Man kann halt auch einfach einen Löffel nehmen aus dem Kühlschrank. Dann hat man denselben Effekt, aber ja, ist schon ganz cool. Dieser Facial Eisroller von Tromborg ist ein perfekter Partner in Crime für deine Hautpflegeroutine. Täglich angewendet, stimuliert er die Durchblutung und verbessert die Elastizität deiner Haut. Eine sanfte Massage mit kühlendem Eisroller reduziert Schwellungen und beruhigt die Haut. Leg ihn etwa 15 Minuten vor der Anwendung in den Kühlschrank und massiere dann die Bereiche deines Gesichts, wo du dir diesen straffenden Effekt und einen gesunden Glow wünschst. Du kannst den Eisroller ganz einfach mit Desinfektionsmittel reinigen. Ja, also ganz easy, wie halt auch der Löffel funktioniert, funktioniert halt auch diese Rolle, nur dass man halt hiermit quasi über das Gesicht rollen kann. Man kann sich das dann in die Richtung
wo man die Schlacken zum Beispiel abtransportieren will. Das transportiert halt, denke ich mal, ganz gut auch ab. So halt in die Richtung wahrscheinlich. Ne? Also ich werde es auf jeden Fall mal anwenden, aber es ist jetzt nichts, was ich mir für 25 Euro ehrlich gesagt kaufen würde. Aber es ist cool, wenn es hier in der Box drin ist. Von daher werde ich es dann auch nutzen. Und dann haben wir auch schon das letzte Produkt aus dieser Box. Das ist einmal von Mikura, eine Maske. Mikura ist hier auch in der Goodiebox sehr oft vertreten und ich mag die Marke ehrlich gesagt auch sehr gerne. Also die funktionieren immer toll, die Masken. Ich hatte so eine Fußmaske davon, die fand ich ganz klasse. Und das hier ist jetzt eine Boob-Maske und ihr könnt es wahrscheinlich schon an der Form erkennen. Die ist für den Busen gedacht. Also für die Brüste, das kann man sich dann wahrscheinlich hier drauflegen. Finde ich mal was ganz anderes. Würde normalerweise 9 Euro kosten, ist auch ein Full-Size-Produkt. Und hier steht, oh ja, es ist eine Maske für deine Boobies. Enthalten sind 2 separate Tücher für jede Brust. Das Serum dieser Maske beinhaltet Ginseng-Extrakt und Hyaluronsäure, die deine Haut straffen und mit Feuchtigkeit versorgen soll. Leg die Maske auf die gereinigte und trockene Brust auf. Das Loch ist jeweils für deine Brustwarzen vorgesehen. 15 bis 20 Minuten einziehen lassen und anschließend das restliche Serum sanft in die Haut einmassieren. Die Maske kann je nach Bedarf 1 oder 2 Mal pro Woche angewendet werden. Also das finde ich mal was anderes, werde ich auf jeden Fall austesten und euch berichten. Ich habe sogar noch welche hier vom Action, das sind so Muscheln, habe ich auch noch nicht ausgetestet, aber ich werde es dann mal probieren. Ich meine, Feuchtigkeit braucht die komplette Haut und wieso auch nicht die Brust, also ich finde das gut und werde das austesten. So, wow, das war die Goodiebox und ich fand den Inhalt jetzt richtig gut diesen Monat. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte haben wir richtig gut. Ich zeige es euch nochmal im Schnelldurchlauf. Also wir haben hier einmal die Ibubi Mask. Dann haben wir den Facial Roller von Tromborg. Finde ich auch ganz gut. Muss ich halt, wie gesagt, mal austesten. Dann die Day Cream hier von Ronsball. Finde ich auch interessant. Rescue Me, diese Haarmaske. Die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird mein Lieblingsprodukt hier aus der Box. Und dann haben wir hier noch das Detox Balm, also den Detox Body Jelly. Finde ich auch gut, riecht ganz toll. Duft verfliegt auch nicht so schnell, also meine Hand duftet auch noch und meine Haut ist jetzt auch wirklich richtig weich, finde ich gut. Und dann haben wir halt noch diesen Beauty Bag hierbei von Raben Salonair, also das finde ich auch gut. Ich muss sagen, die Produkte gefallen mir alle sehr gut. Schreibt mal, was ihr davon haltet, auch von diesem Gesichtsroller. Ich würde mal gern wissen, was ihr dazu meint. Also ob da ein Löffel ausreicht oder ob ihr euch extra so ein Tool kaufen würdet. Klar, es ist cool, wenn man dann so drüber rollen kann. Aber ich sag mal, für geschwollene Augen kann man auch einfach einen Löffel. Aber da kann man halt nicht rollen. Ist schon ein Unterschied, aber ein Löffel tut es eigentlich auch. Ja, auf jeden Fall blende ich euch jetzt hier oben den Gesamtwert dieser Box an. Und ich glaube, dass der richtig gut sein wird. Hier sind so viele Full-Size-Produkte drin und... ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Schreibt mal eure Meinung unten rein, was ihr zu der Box meint, ob ihr die schon im Abo habt oder ob ihr euch die eventuell holen wollt. Wie gesagt, ihr dürft sehr, sehr gerne unten meinen Freundeslink benutzen. Da bekommt ihr 50% auf die erste Box und ich bekomme Goodie Points. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr das noch nicht getan habt, lasst meinem Video gern ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Danke und tschüss.